Eigentlich ist alles ganz einfach. Im Geschäft oder im Internet einkaufen, Kreditkarte zücken, vielleicht noch per Unterschrift, Code oder Fingerabdruck den Kauf bestätigen, fertig. So leicht geht Bezahlen mit Kreditkarte, zumindest für Sie als Käufer. Im Hintergrund aber läuft in dem Moment ein komplexer Datenverkehr ab, an dem sind neben Ihnen und dem Händler noch weitere Akteure beteiligt. Wie also funktioniert eine Kreditkarte? Sehen wir es uns an. Zunächst einmal, wenn Sie mit einer Kreditkarte bezahlen, haben Sie in diesem Augenblick in Wahrheit noch keinen Cent ausgegeben. Stattdessen zahlt der Herausgeber der Kreditkarte für Sie. Sie selbst zahlen erst später. In der Zwischenzeit bekommen Sie quasi einen Kredit. Daher der Name Kreditkarte. Und wie bei einem Kredit ist in einem Vertrag geregelt, wie Sie das Geld zurückzahlen. Dieser Vertrag ist Ihr Antrag auf eine Kreditkarte. Hier stehen die Rückzahlungsbedingungen drin. Zum Beispiel zahlen Sie alle angesammelten Rechnungen zu jedem Monatsende oder in Raten über mehrere Monate. Dafür fallen je nach Kreditkarte mehr oder weniger Zinsen an. Aber wie kommt das Geld nun von Ihrem Konto zum Händler? Wer ist an der Aktion beteiligt und wer verdient woran? Zunächst einmal landen Ihre Kreditkarteninformationen beim Händler, also Ihr Name, die Kreditkartennummer und so weiter. Vom Händler gehen die Daten automatisch weiter an den Acquirer. Das ist ein Dienstleister, der für einen Händler den Zahlungsverkehr abwickelt. Für seinen Service erhält er einen Anteil am Umsatz des Händlers. Der Acquirer leitet die Daten weiter an das Kreditkartenunternehmen, also an Visa, Mastercard, American Express und so weiter. Die Kreditkartenunternehmen erkennen anhand der Daten, wer die Kreditkarte ausgegeben hat, also welche Bank oder welcher Dienstleister. Den Herausgeber einer Kreditkarte nennt man Issuer. Er ist es, der Ihnen ja den Kredit gibt. Der Issuer prüft, ob alles in Ordnung ist, also stimmen Kreditkartennummer und PIN, haben Sie noch Kredit oder ist das Limit erreicht. Wenn alles in Ordnung ist, sendet der Issuer das Okay über den Acquirer an den Händler. Das Ganze dauert nur einen Bruchteil einer Sekunde. Und Ihr Einkauf ist abgeschlossen. Und wer bezahlt nun wen für seine Leistungen? Das ist ein wildes Hin und Her zwischen den einzelnen Beteiligten. Klar ist, Ihnen als Kunden entstehen beim Bezahlen mit Kreditkarte keine Extrakosten. Stattdessen gibt der Acquirer einen Teil seiner Umsatzbeteiligung an den Issuer und an das Kreditkartenunternehmen weiter. Die Kreditkartenunternehmen erhalten außerdem Gebühren von allen, die ihre Marke nutzen. Und die Issuer bekommen möglicherweise Gebühren für die Kreditkarte oder Kreditzinsen. Sie sehen, es ist einiges los, sobald Sie Ihre Kreditkarte einsetzen. Für Sie selbst ist und bleibt aber alles ganz einfach. Mehr zur Sicherheit Ihrer Konten und weiteren spannenden Finanzthemen finden Sie im Klarmacher-Magazin auf hanseatikbank.de/klarmacher.